Herzlich willkommen zurück zu Kolat. Ich bin euer Jordan und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Beim letzten Mal, also vor 2 Tagen, waren wir kurz davor, verrückt zu werden. Ich weiß gar nicht mehr genau. Wir hatten Probleme mit der Orientierung und dem Kompass und der Map. Ich hoffe, dass wir da mal ein bisschen besser jetzt klarkommen. Okay. Hier war mein letzter Kontrollpunkt anscheinend. Ich kann mich gar nicht mehr... Ah ja, genau, richtig. Wir hatten am Ende nochmal hier so ein kleines Papier gefunden gehabt. Es ist sehr dunkel geworden. Was ist das? Ah, schaut mal da hinten. Da wollen wir doch hin. Ja, wie komme ich da hin? Hätte ich einfach runtergekonnt. Ja, wenn das mal nicht dieser Waldbrand war. Da sind wir schon mal gestorben. Da waren so viele Geistererscheinungen, die am Wegrennen waren. Hat uns irgendein Wesen getötet. Ja, eigentlich wollen wir da rüber. Aber wer weiß, was da noch ist. Versuchen wir noch mal ein bisschen wieder mit der Map uns zu orientieren. Dass wir wohl ziemlich knicken können. Ah, den haben wir bestimmt bekommen. Und rennen jetzt laut Kompass Richtung Osten. Also da runter. Jetzt gehen wir nach Norden. Jetzt wird ja wieder da hoch heißen. Nordwestlich. Das? Ich sollte... Ja, okay, wir testen das, ob das uns umbringt. Machen wir die Map weg. Nö, tut es nicht. Es sagt, wir sollen da runter. Gehen wir nochmal hin. Oder tötet mich. Ist das das, was mich immer umbringt? Hallo? Okay, das ist dasjenige, derjenige oder dasjenige, ich vermute, Moment, Maus, diese Person, die uns immer wieder tötet. Na gut, müssen wir ja lernen. Die Taschenlampe kann dir das Leben retten, aber pass auf, wo du sie hinleuchtest. Hä? Hätte ich gerade auf den draufscheinen können und das ist wie meine Waffe, so wie bei Alan Wake? Licht zerstört die Finsternis. Oh, dann rennen wir doch direkt nochmal dahin. Ob das jetzt Zufall war, werden wir rausfinden. Oder ob das immer an der Stelle kommt. Okay, wir testen das. Wir strahlen den jetzt mal... Oh, er ist schon weg. Ihn mal an, wollte ich sagen. Oh, wir hören was flattern. Okay, versuchen wir das nochmal. Bäm! Okay, es kann dich nicht ganz töten. es kann sein, dass ihn das kurz aufhält vielleicht. Wenn du zu lange läufst, wird deine Figur schneller müde und du brauchst länger, um dich zu erholen. Ja, das haben wir schon rausgefunden. Aber die Tipps sind ganz nett.
Next try. Runde 3. Also wir müssen uns definitiv von dem fernhalten. Verzweiflungstat wird dann das sein. Licht anmachen. Weil ich nicht verstehe, was du meinst. Man sei vorsichtig, wo du es hinhältst, den Lichtschein. Ist doch total schnurz. Obwohl, es kann mich natürlich auf mich aufmerksam machen. Ist vielleicht nicht so gut. So, mal hier runter. Obwohl wir da hinten ja irgendwas flattern gehört haben, ne? Ja, also wir müssen aufpassen. Der schwirrt hier rum, der Mistsack. Ja, ich vermute, dass da irgendwas ist. Da der hier im Kreis rennt. Versuchen wir es mal von der anderen Seite. Irgendwie an dem vorbeizukommen, da ist... Oh. Wo war das Flattern? Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Flattern ist. Mensch, der ist hier überall. Dieser Mistsack. Der will auf jeden Fall nicht, dass wir hier lang gehen. Uah. Ah. Das ist nicht einer, das sind ganz viele. Shit. Okay. Oder das ist eine Begrenzung, man darf da nicht lang. Das kann natürlich auch sein. Ja, ja, verzieh dich mal. Komm, 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 komm. Renn, 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 renn. Wehe, du Mistsack, bist hinter mir noch. Oh, ja, 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 der ist hinter mir her. Frage ist, ob wir da hochgehen. Oder lieber hier weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Uiuiui. Mistsau ist überall. Hoch. Renn, 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 renn. Oh nein, eine Sackgasse. Erhol dich etwas und dann rennen wir wieder. Oh, jetzt wird's knapp. Puh. Das Slenderman. Gehen wir mal in diesen alten Flussbeet, oder was das hier ist. Können hier hoffentlich nicht einkrachen. Was sagt denn die total verworrene Map? Ich hoffe, wir sind hier halbwegs sicher. Warum wackelt so der Kompass? Hat das irgendeine Bedeutung? Ja, das hat bestimmt eine Bedeutung. Ich würde gerne wissen, welche. Vielleicht, wenn einer von denen in der Nähe ist. Ja, und ich habe keine Ahnung, wo ich natürlich jetzt hier bin. Total doof. Hoffentlich habe ich da nichts ausgelassen. Wir wollten ja eigentlich zu dieser Kirsche. Ich glaube, die ist irgendwo da. Vielleicht muss ich nochmal zurückrennen. Hier ist nichts. Das ist eine reine... Oh, da hinten ist er wieder. Eine reine Sackgasse. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn er in der Nähe ist, fängt das Teil an zu vibrieren. Ja. Okay, dann wissen wir immer, dass eine Gefahr droht. Ups. Macht das Mistteil aus.
Nein, kommst du jetzt hier hin? Bitte nicht. Ah, Schande. Ah, das ist doch Game Over wieder. So, ein Murks. Kann ich hier irgendwie abkürzen? Ah, okay, er ist weg. Jetzt sollten wir uns beeilen, so wie es aussieht. Obwohl, nee, dann kann ich gleich nochmal, wenn er näher ran ist, rennen. Will er nämlich wirklich jedes Mal immer wieder hier hin. Ja, das ist so programmiert. Schweinerei. Jetzt rennen. Oh, da ist er schon wieder. Also ich darf mich hier nicht aufhalten. Ich bin hier definitiv irgendwie falsch. Irgendwie versuchen, an dem jetzt vorbeizukommen. Frage ist, ob wir den Weg nehmen oder den Weg. Ich glaube, wir müssen da zu diesem Wald hin. Da war ja irgendwie so eine Kirche oder sowas. Obwohl, da hinten war gerade ein bisschen rot. Ja, da schimmert es rot. Ich glaube, das ist dieser Brand. Da ist das Gebäude. Da müssen wir bestimmt hin. Ah, shit. Mist, zack. Oh nein. Hahaha. Kann ich nicht runterrennen. Ah, ich glaube, irgendwas ist hinter mir her. Das hat sich ganz komisch angehört. Tschüss. Boah, hier komme ich aber überall nicht runter. Nee. Sieht nicht gut aus. Ja, wir müssen irgendwie an dir vorbei. Ja, ein guter Tipp am Anfang. Abseits der Wege gehen, gefährlicher, aber man kann Abkürzungen haben. Ich habe noch nie einen richtigen Weg gesehen hier im Spiel. Man kann hier auch nicht runter. Wir sind wieder mal total orientierungslos. Ich glaube, sobald man auf der falschen Weg ist, kommt dieser blöde Slenderman, darf ich ihn wohl nicht nennen, aber dieser Mistkerl. Wir müssen also wieder komplett zurück. Es kann auch sein, dass es deswegen dunkler geworden ist, dass es ein Indiz darauf ist, wir sind falsch. Das Spiel nimmt einen ja gar nicht bei der Hand. Echt ein bisschen schade. Ja, das kann sein. Es wird ein bisschen heller auf einmal wieder. Okay, heller. Naja, es wird schon wieder ziemlich dunkel. Dann versuchen wir mal hier. Nö, Sackgasse. Genau, da hatten wir diese beiden Totems oder was das da war. Hier kamen wir her. Auge Mordor haben wir da oben.
kommen nicht in diese Waldgegend. Wir müssen da unten, glaube ich, zu diesem Wald. Da waren wir mal vor 2 Videos und ich glaube, da sind wir richtig. Also ist man hier nur für die Seite hin, wenn ich das richtig sehe. Das finde ich echt blöd gemacht. Da hätten sie doch wirklich machen sollen, dass man sieht auf der Map, wo man ist. Ja, hier hochklettern können wir auch nicht. Keinen Weg hin. Kein Plan. Ich vermute, wir sind irgendwo hier. Aber mit Gewissheit kann ich das nicht sagen. Okay, Chicha, Chuchu, Chuchu. Schön und gut, hilft uns aber kein Stück weiter. Da oben. Goldene Berge, ob wir da noch hinkommen. Ja, das kennen wir. Von da sind wir gekommen, okay. So wie es ausgeht, müssen wir wieder runter. Und wieder in die Mitte zu den Steinen und einen anderen Weg finden. Weil wir da hinten irgendwie nicht weitergekommen sind. Sehr schade. Vielleicht war es gegangen, aber ich hab's nicht gesehen. Klack, 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 klack. Okay. Gehen wir mal durch diese Schlucht. Das bringt uns hier nicht weiter. Dann muss da hinten ein Ausgang sein. So ist es. Wir sind diese Schlucht, glaube ich, nicht durchgegangen. Was hier auch nicht geht an der Stelle. Zu hoch. So, da lang? Oder da lang? Nach Westen ist das. Eigentlich müssten wir jetzt mal Richtung Osten. Also da lang. Das müsste uns eigentlich... Ich glaube, wir sind jetzt irgendwo hier. Wenn wir Richtung Osten gehen, muss ja irgendwo jetzt darüber gehen. Ja, jetzt gehen wir schon wieder Süden. Sackgasse. Das ist echt eine Sucherei. Tut auf jeden Fall den Spielspaß extrem runter machen, finde ich. Hier haben wir wieder ein Totem.
das ist neu. Wir sind hier mitten auf so einem See. Kann ich da hinten, wo es brennt, hin? Das sieht doch schon mal gut aus. Folge dem Licht, junger Padawan. Hä? Okay, wir wissen, dass die Goldenen nicht schlimm sind. Hauptsache, der schmelzt sich nicht durch. At the beginning, I wanted to make things right. I believed God itself touched me. That I have received a chance, a compensation for the evil that was brought upon me. That I understood that it is not God, or good, or restitution. Just a tool of revenge. Also, ich glaube, da müssen wir lang. Aber wer weiß das schon. Wir schauen erstmal hier vorne. Irgendwo noch ein Flattern ist. Abseits der Wege. Es wäre schon schön, nochmal eine Seite endlich zu finden. Also hier geht es irgendwo überall lang. Das ist ein Problem. Wir gehen lieber mal da zu dem Licht und versuchen nach da oben zu kommen. Gerade mal schauen, hat er jetzt ein neues durchgestrichen? Nee, hat er nicht. Ich vermute, wir müssen da hinkommen. Kann das sein, dass wir die nacheinander abklappern müssen? 751 oder 52? Ja, das wäre hier. Also wir müssen da hinkommen. Wie auch immer wir das machen. Das heißt, wir können hier durch. Ah, das ist doch schön gemacht hier mit dem Feuer. Ja, ich bin auf dem Weg, wer auch immer du bist. Ich vermute, du bist tot. Frage, sind wir tot? Werden wir verrückt? Ich hoffe, dass wir bei diesen nördlichen Bergen sind, genau dahin gehen, wo ich jetzt hin wollte. Das war ja so eine Berglandschaft. Irgendwie mal einen Anhaltspunkt hätte. Aber nirgendwo stehen hier Koordinaten. Oh. Oh. Ich glaube, ich muss hier runter. Hoffe ich. Wehe, das war falsch. Finde ich. Was? Lawine! Okay. Du musst trotzdem weiter vorwagen? Also wahrscheinlich müssen wir gleich rennen. Schön gemacht. So, haben wir noch getrunken? Oh. Ja. Oh. Der Mistzack ist da durch das Fenster gesprungen. Okay. Ja, schauen wir beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Bis demnächst. Euer Chojin.